basta sempre una bella canzone. Vanessa Mai macht mal wieder alles neu. Die Sängerin wird Moderatorin und bekommt ihre eigene Talkshow. Aber natürlich interviewt Vanessa ihre prominenten Gäste nicht gemütlich auf dem Sofa. Für die Promis ist Vanessas Show On My Way eine sportliche Herausforderung. Hast du wirklich gedacht, ich setze mich einfach nur hin und talk mit meinen Gästen? Nein. Wir haben eine Gemeinheit, nicht nur eine. Die größte ist erstmal das Laufband. Wir laufen nämlich, während wir talken. Und dann laufen wir nicht nur, sondern wir rennen. Rennen und reden, raten und singen. Vanessa Mai powert sich und ihre Gäste aus. Und sie sprengt mal wieder ihre Grenzen, denn auch vor dieser neuen Aufgabe hatte Vanessa erst einmal Angst. Das Gefühl ist auch immer noch nicht weg, aber ich weiß, wenn die Angst da ist, dann muss ich es erst recht machen. Irgendwie, es ist so ein Kampf mit mir selber, dass ich denke, ja Vanessa, du hast mal wieder keinen Bock, weil du voll Angst hast, aber du weißt doch, wie es funktioniert, mach's doch dann einfach. Und schon geht's los. Heute ist Moderator Jochen Schropp zu Gast und der ist schon vor dem Dreh in Vanessa verliebt, rein platonisch. Vanessa ist ja eine wahnsinnig attraktive Frau. Ich stehe ja nicht auf Frauen. Wenn ich auf Frauen stehen würde, dann wäre sie tatsächlich jemand, wo ich sagen würde, das wäre eine Freundin für mich. Und da habe ich dann vorhin überlegt. Da wäre sie viel zu jung. Dass 14 Jahre wahrscheinlich viel zu jung sind, tatsächlich, ja. 14 Jahre Altersunterschied machen sich auch auf dem Laufband bemerkbar. Vanessa hat also einen Jugendvorteil und sportlich ist sie auch. Ich bin zwar sportlich, aber auch ich komme hier an meine Grenzen, denn ich hasse Laufen. Und ich hasse Laufbänder. Ich mache das gar nicht, deswegen ist es für mich genauso eine Challenge. Und es geht hier ja auch eigentlich eher darum, so ein bisschen abgelenkt zu sein. Und das funktioniert ganz gut. Dicke Hüftgold, der Ballermann-Star, lässt nicht nur die Perücke, sondern auch die Vorsicht fallen, nicht zu viel Privates zu erzählen. Aber das liegt auch an Vanessas Art, Fragen zu stellen. Inneres nach außen hier. Ich erkläre dir das Spiel. Was denn? Mich nerven gewisse Dinge in dem Interview und die wollte ich hier vermeiden. Also ich mag es nicht, wenn man mit mir spricht und während ich antworte, guckt der andere die ganze Zeit auf die Karten und ich merke richtig, er ist gar nicht bei mir. Das sind so Sachen, die ich gar nicht mag. Und deswegen habe ich mir ganz fest vorgenommen, wenn ich Moderatorin oder ein Host werde, dann möchte ich, dass die Gäste das Gefühl haben, ich höre ihnen wirklich zu und ich bin bei ihnen. Beim Interview mit Jochen Schropp ist Vanessa so bei der Sache, dass sie vom Laufband fällt und gleich wieder draufspringt. Das hätte auch schief gehen können. Vanessa, du hast dein Leben riskiert gerade, habe ich gesehen. Gott, ja. Warum machst du sowas? Ja, keine Ahnung, kennst mich doch, ich denke halt nicht nach. Ich dachte halt drauf, ruf wieder! Scheiße, ich wusste nicht, dass man auf ein laufendes Laufband nicht springen sollte. Jetzt weißt du's. Warum bist du denn überhaupt runtergefallen? Oh, weil ich daneben gedappt habe. Getreten. Ich habe daneben getreten und dann ist man schneller weg vom Fenster, als man denkt. Zum Glück ist Vanessa beim Dreh für ihr neues Video nicht ausgerutscht. Vanessa steht nämlich um Mitternacht mit dem Rapper Forti auf einem Hochhausdach. Das bringt uns auf die Idee für die nächste Challenge. Vanessa könnte doch mit ihrem Laufpartner Jochen Schropp auch mal einen Schlager singen. Ich habe einmal tatsächlich für eine Sendung mal so einen kleinen Schlager einsingen müssen und da meinte der Produzent, er hätte weitaus schlechtere Sänger schon im Studio gehabt. Naja. Also da steht dem Duett nichts mehr im Wege. Eine große Karriere bahnt sich an. Weißt du, wenn Brisant das begleitet, dann kann das nur was werden. Vanessa Mai ist auch dabei und der Duetttitel steht: Ich brauche keinen Sandstrand, ich gehe mit dir aufs Laufband. Läuft.